Ja, und damit herzlich willkommen zu einem der wahrscheinlich entspanntesten Let's Plays der Weltgeschichte. Herzlich willkommen beim Totally Accurate Toilet Simulator. Wahrscheinlich 2013, ich weiß es gar nicht. Ich habe es mir hier gerade schon mal ein bisschen bequem gemacht. Es ist wirklich bequem. Ich schaue mal ganz kurz nach unten. So sieht das Ganze hier aus. Ne, wir befinden uns hier quasi, das Ganze ist Open World, aber Closed Doors, wie auch schon beim Vacuum Simulator. Nur, dass hier halt die Welt quasi hinter dieser Tür geht es natürlich weiter. Da draußen ist so Open World-mäßig, GTA-mäßig geht es ja noch weiter. Aber wir sind natürlich gerade hier für dieses Let's Play, bleiben wir hier hinter verschlossenen Türen. Und ja, wie man sieht, der Boden ist auf jeden Fall blank gewienert. Da spiegelt sich hier oben ist die Deckenlampe und so, ne? Der spiegelt sich da unten im Boden wieder. Das heißt, wir befinden uns nicht auf dem Bahnhofsklo, sondern irgendwo in einem privaten Gemach. Obwohl das hier schon so ein bisschen, die Wände sind schon ein bisschen angekratzt. Und wir haben auch genug Papier dabei. Das ist ganz gut, das werden wir auch dringend brauchen. Oh, warte. Eintagsfliege im Auge. Oder eine Scheißhausfliege. Ich weiß nicht genau. Hier ist auf jeden Fall. Es riecht ein bisschen nach. Es riecht nach Zitrus und. Man hat so einen leichten. Auch so einen leichten Zitrusgeschmack im Mund. Das ist so, als würde man quasi in einem Bonbon sitzen und scheißen. Das ist toll. Ja, und ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter rumquatschen, legen wir einfach mal los. Das ganze Spiel. Also die Steuerung ist sehr einfach. Man hat quasi auf der Leertaste, mit der Leertaste steuert man das ganze Spiel. Mit der Maus kann man sich ein bisschen umgucken. Auch ich privat kann mich hier so ein bisschen umgucken. Das geht auch ohne Maus. Und ich habe mir extra jetzt für, warte. Ich habe mir jetzt extra für diese Simulation, habe ich mir jetzt hier, die ist schon ein bisschen oll. Naja gut, ich habe sonst sowas gar nicht. Oh, jetzt fällt hier die Werbung raus. Weg damit, so, Entschuldigung. So, was haben wir denn hier? An Themen. Kentert die SPD? Ach, was weiß ich, Alter. Hier haben wir noch, was haben wir hier? Westrentner verlieren in 10 Jahren 12% Kaufkraft. Das ist natürlich auch kein Wunder. Das liegt natürlich daran, an der Inflation natürlich einerseits und daran natürlich, dass immer mehr, immer weniger Rente einbringen. So, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz. Auf dem Klo lesen ist nicht so meins. Also es gibt ja Leute, die lesen, huch, jetzt bin ich aus Versehen gegen das Mikrofon gekommen, das habe ich im Klo aufgestellt. Es gibt Leute, die lesen ja auf dem Klo, ich persönlich bin da eigentlich nicht so der Typ für. Hier übt Kate schon Puppenmutti die Woche der VIPs. Hier haben wir wieder Brüste, nackte Brüste, Sante Doratio vor seinem Foto von Pamela Anderson für den Playboy aus dem Jahr 2000. Und da unten, ach Gott, ey, wer liest denn sowas? Eine Handvoll Paradies, ja Gott. Die Handvoll Paradies hatte ich vorhin, als ich meine Hose runtergezogen habe. So, da muss ich mal ganz kurz, hier haben wir noch, hier wird das Fitnessstudio zur Südseeinsel. Was haben wir, was, Jungfrau, was? So wird der Pool zum Jungbrunnen, achso, nicht Jungfrau. Ja, auf jeden Fall wieder spannende Themen heute und dann, ich lese einfach mal. Der Sozialverband schlägt Alarm, trotz regelmäßiger Entschuldigung. Der Sozialverband schlägt Alarm. Trotz regelmäßiger Erhöhung haben Deutschlands Rentner Erhöhungen haben Deutschlands Rentner immer weniger von ihren Ruhe. Jetzt kommt hier immer das gleiche Sample. Das ist natürlich jetzt doof. So, der Schöne von Let's Dance. Bundeswehr zahlte meine Geschenke. Boah, der ist pelzig im Abgang. Ja. So, hier. So, die 1000. Ach ja, hier. Klüger als Google, weil von Menschen und nicht von Algorithmus ausgewählt. So, naja, jedenfalls. Das ist also der Toilet Simulator. Der hat die Steuerung. Man kann auf die Leertaste drücken und dann einfach. Warte, warte, warte. Oh, das wird ein großes. Das. Ja, stärkt auf jeden Fall die Beckenbodenmuskulatur. Jugend übt für Olympia. Und ich guck mal, Jugend übt. So, da unten schwimmt aber nichts drin, ne, bisher. Alter, ich drücke und drücke. Ich habe irgendwie
ist man doch ein bisschen Heimscheißer hier, muss man sagen. Auch in so einem Let's Play ist natürlich auch, hat ja auch so ein bisschen diesen pädagogischen Mehrwert, dass man quasi auch den Jüngsten beibringt, Stichwort Kruste, bitte zu Hause scheißen, nicht auf dem Klo. Entschuldigung, das ist ja doof, das sind nur 3 Samples, das ist ja... Nein. So, was habe ich denn noch hier? Womit bin ich denn noch ausgerüstet? Ich habe auf jeden Fall, falls es ein bisschen länger dauert, habe ich hier auf jeden Fall ein bisschen Kriegsausrüstung mit dazu genommen. Da kann ich eigentlich mal... Oh, komme ich wieder gegen das Mikrofon. Das steht ja wirklich sehr ungünstig. Jetzt einmal mal ganz kurz... Warte. Oh, ist eng da hinten. Boah, ein kleines Klo. Gut, das lasse ich mal... Alter, das schmiert ein bisschen. Damit kann ich nachher den... Jetzt habe ich das Wort vergessen. Irgendwas einschmieren. So, jedenfalls, was ich sage. Alter, das Spiel ist so scheiße. Man sitzt einfach nur auf dem Klo und furzt die ganze Zeit. Und das ist alles. So, jedenfalls, weiß nicht. Vielleicht simse ich einfach mal irgendwie. Jetzt kann ich mal kurz gucken. Oh, das hat man wahrscheinlich gehört, weil ich gerade das Handy... Ich habe ja meinen Laptop mit auf dem Klo. Jeder vernünftige Mensch hat natürlich seinen Laptop mit auf dem Klo. Da kann man dann immer ein bisschen twittern oder so. Beim Scheißen auch. Oder vielleicht mal kurz Facebooken, was gerade los ist. Ich gucke mal ganz kurz auf Twitter, was so momentan so los ist. Sieht man das hier irgendwie so? Könnte ich jetzt die Kamera natürlich filmen. Das Handy ist ganz schön warm, Alter, weil es hier drin auch so schweineheiß ist. Ich weiß nicht, ob meine Stirn so glänzt. In diesem Klo hier, Alter, das ist so warm. Es könnte natürlich auch am Innendruck liegen, erzeugt durch... Naja, gut, der war jetzt nicht so geil. So, was habe ich denn da? Wenn ich mir überlege, wie viele Nutella-Brote, was... Aha, die einzigen William und Kate, die mich interessieren, heißen Tanner und haben vor 27 Jahren Alf bei sich aufgenommen. Geil, finde ich gut. So, ich lese gerade so ein bisschen bei Twitter. Alter, wieso geht der immer auf Google? So, aha, was haben wir denn hier noch? Aha, Dominate the World, aha, Der Zombie tweetet hier wieder, hallo? Nicht Twitch öffnen, nicht Twitch öffnen. Oh, ich muss niesen. Oh, ist mir irgendwas in die Nase gekrochen. Und da hängen mir gleich die Haare wieder ins Gesicht. Warte, ich föhne die mal kurz trocken. Das ist immer das gleiche Sample, das ist ja doof. So, und natürlich ist TweetDeck abgeschmiert. Alter, diese Android-Apps, ne, die sind alle für den Arsch, habe ich das Gefühl. Das ganze Handy ist irgendwie für den Arsch. Jetzt ist alles abgeschmiert, ist alles eingefroren. Sieht man das gerade? So, ist alles eingefroren gerade. Ich weiß gar nicht, von wann die Anwendung TweetDeck reagiert nicht. Schließen? Ja, komm, dann leckt mich doch am Arsch. Ist gerade dringend nötig. So, ja, auf jeden Fall, das war also der... Ach, guck mal, hier kann man spülen, aber wenn ich da hinten reingucke... Ja, ganz ehrlich, wenn ich mich hier so ein bisschen... Wer kann sich denn so auf dem Klo drehen, Alter? Das geht auch nur, wenn ein Kackstift schon erfolgreich abgesondert und der noch nicht abgebrochen ist. Ich meine, wer dreht sich denn so auf dem Klo? Macht ihr das zu Hause? Und dann und hier vor allen Dingen, das ist total unrealistisch. Das muss eine öffentliche Toilette sein, weil hier sind überall so, weißt du, so, ne, die Wände sind kaputt und sowas. Ich höre hier in der Nachbarzelle, da läuft irgendwo das Wasser die ganze Zeit. Und, was wollte ich noch sagen? Erstens spiegel ich mich selber gar nicht im Boden. Ich glaube, ich bin ein Vampir. Ich glaube, vielleicht bin ich ja Edward. Deswegen ist es ja auch so hell drin. Trotz der kleinen Lampe ist es ja sehr hell drin, weil ich leuchte. Vor lauter Reinheit. Vielleicht sind das auch kleine Glühwürmchen, die mir da irgendwo... Naja, und jedenfalls hier sind vier Rollen Klopapier. Kein Halter, keine Halterung. Aber, das ist realistisch, keine Halterung. Aber erstens ist hier nicht alles versifft. Hier liegen keine benutzten Präser rum. Breit geschmierte Fliegen an der Wand. Hier ist hier keine Graffitis, kein gar nichts. Und hier spiegelt sich der Boden unrealistisch. Mindestens gelb müsste er sich spiegeln von einem durchgehenden Pissefilm, der hier überall ist. Und hier sind 4 volle Rollen Klopapier, wo auf dem Boden A... Nummer 1, wo niemand draufgepisst hat. Nummer 2 sind die voll. Nummer 3 hat die niemand für zu Hause geklaut. Also das ist total unrealistisch. Und außerdem, wenn ich schon mal... Das ist mal das gleiche Sample. Wenn ich schon mal... Dann müsste da unten eigentlich Wellengang sein. Sind wir mal ehrlich. Hand aufs Herz. Normalerweise müsste da unten so eine kleine Fontäne rauskommen. So, naja, also... Das war der Totally Accurate
Toilet Simulator. Ich glaube, mehr kann man da nicht rausholen. In diesem Sinne, Prost. Das sieht jetzt im Zusammenhang ein bisschen schäbig aus. Tut mir leid. Wollte ich einfach nochmal ganz kurz in die Kamera halten. So, in diesem Sinne, ich habe hier zu tun. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder im nächsten Let's Play und dann mal bis später. So. Ja, das ist gut. Hier eiert ein Marder rum. Wer schreibt denn so eine Scheiße nur? Oh, der war flüssig.